einfach schön bei dir zu sein. Man ist immer gedacht, es ist einfacher, nach Imst zu kommen, als nach Uganda zu fliegen, um dich zu treffen. Gell? Es ist so einfach, weißt du? Und das verstehen die Afrikaner. Und sie, weißt du, keiner würde mich als Weiße bezeichnen in Afrika. Ich bin die schwarze Mutter mit der weißen Haut. Aber keiner würde sagen, ich bin sogar, und das hat mich enorm gedemütigt. Der Erzbischof von der anglikanischen Kirche hat verkündigt, wenn alle Weißen, alle Muzungos, so gewesen wären wie die Mama Maria, hätte man nie Probleme gehabt mit ihnen. Ja. Denn sie kommt, um uns zu helfen. Die sind gekommen, um sich selber zu bereichern. Mhm. Und es war mein, weißt du, ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt, auch für unsere Vorfahren, dass ich gesagt habe, Herr, ich will sie groß machen. Ich will ihnen helfen, von einer Stufe auf die nächste zu kommen. Genau. Und wir haben großes Land, wir haben schon weit über 500 Hektar Land. Und wenn wir da die ersten 60 Hektar bekommen haben, war ein Europäer da, ich will jetzt sagen, welche Nationalität, aber und der hat gesagt, ja, machen wir Monokultur, ja, Monokultur, sag ich, bist du narrisch? Die ganzen Nachbarn warten mit einer Haue, dass sie mit uns mitarbeiten können und damit wir ihnen helfen können von einer Stufe auf die nächsten. Hat er gesagt, mit so einem rückständigen Menschen wie mir kann er nicht arbeiten. Dann habe ich gesagt, ich zahle dir das Ticket nach Europa. War froh, wie der weg war. Ja. Wisst ihr, wir haben als westliche Welt ein wirklich falsches Bild von Afrika. Ich persönlich bin überzeugt, dass Afrika der nächste Kontinent ist, der wirklich groß wird. Mhm. Und es sind alle Anzeichen da. Wir müssen nur dem Afrikaner sein Originaldenken zurückgeben. 1835 haben sie vom Commonwealth hunderte von Spionen oder Kundschaftern geschickt, um herauszufinden, wie man diesen Staat, haben sie gar nicht Kontinent gesagt, den Staat Afrika sich untertan machen kann. Hm. Und die sind alle mit der gleichen Botschaft zurückgekommen. Wir haben den schönsten Kontinent, den schönsten Staat entdeckt, die fröhlichsten Menschen, wir haben keinen Dieb, keinen Arbeitslosen, keinen Bettler entdeckt. Sie investieren sich sehr in ihre Kinder. Es ist der reichste Kontinent. Der reichste Staat. Das Einzige, was wir vorschlagen, ist, wir müssen sie überzeugen, dass das, was wir Weiße bringen, besser ist als das, was sie haben. Und leider ist ihnen das gelungen. Hm. Bis zum heutigen Tag, wenn ich in großen Gruppen bin, immer nehmen sie mich als Sprecherin. Hm. Sag ich, was fällt euch ein? Ihr sprecht, ihr habt viel höhere Positionen wie ich. Maria, deine Haut zählt mehr als unsere. Es muss aufhören. Ja. Es muss aufhören. Ich habe gesagt, das ist jetzt meine Aufgabe, den Afrikanern das Denken zu erneuern, dass sie sich sehen, wie Gott sie sieht. Zum Beispiel, die ersten Menschen sind nachgewiesen, waren schwarz. Mhm. Gott hat schwarze Menschen geschaffen. Die waren nicht weiß, die ersten, die waren schwarz. Ich sage ihnen, ihr Lieben, ihr wart die ersten Exemplare Gottes und wer keine Farbe mehr gehabt hat, hat er das gemacht. Genau. Und da sollt ihr zweitgradig sein und mir erstgradig. Das müsst ihr merken, dass ich eine Lüge dir geglaubt habe. Und ich würde die schwarze Farbe sofort nehmen. Also die haben eine Haut wie Samt. Und eine sehr, sehr schöne, gute Haut. Weich und immer kühl. Ich will meine Babys stundenlang streicheln, um meinetwillen. Aber die Haare, da hätte ich ein Problem. Die Haare sind sehr schwer zu verarbeiten, weil ja mit meinen Kindern habe ich oft ein Problem mit den Haaren. So grausig. Aber natürlich hat es auch einen Sinn. Natürlich, ja. Ja, aber Sie müssen wissen, Sie haben auf keinen Fall eine niedere Position wie wir. Mhm. Sondern Sie sind mindestens gleichwertig. Aber ich glaube, durch Ihr da herunten Leben haben Sie noch mehr Chancen, Gott besser zu verstehen wie wir. Ja. Weil wir wollen Gott in den Griff bekommen und Gott will uns in den Griff bekommen. Nein, ich meine, das heißt ja auch, es wird mit dem Herzen geglaubt und nicht mit dem Hirn. Ja? Amen, Amen. Und Amen. Wir sind alle so hirnlastig, ja, dass wir es nicht ins Herz kriegen. Ja. Deswegen, ja? Und das Herz, du im Hebräischen, wird das Herz mit Gedärmen, mit, ja, ich weiß nicht, da unten ist, genau, Herz, da unten, ja, ist Herz. So, ja, ich bin eine sehr glückliche, dankbare Afrikanerin. Ja. Und freue mich auch sehr, dass Sie mich als solche sehen. Ja, und wenn Jesus nicht bald kommt,
habe ich auch schon unseren Familienfriedhof da drunten vorbereitet. Und will in Afrika, von Afrika will ich in den Himmel abfahren. Okay. Ja, aber ihr sollt alle mal kommen. Es ist so eine falsche Vorstellung von Afrika in den westlichen Ländern. Wir haben sehr viele Gäste, die kommen. Ja. Mhm. Und die sagen nach einer Woche, ja, sag einmal, in Europa erleben wir zurzeit einen Horrorfilm und bei euch ist ein Märchen. Mhm. Sag ich, ja. Bei uns ist ein Märchen. Also es ist wirklich wunderbar. Schon allein von der Natur her und die Menschen und wie sie natürlich, bei uns beten die Kinder im Kindergarten schon, wenn ein Kind krank ist. Ja. Das Kind wird geheilt. Ja. Ja. Gut, jetzt habe ich aber dauernd geredet. Na, das ist ja wirklich einfach, was auf deinem Herzen ist. Ja. Das möchte ich gerne hören und möchte es auch gerne anderen mitteilen, weil das einfach ermutigend ist. Und weil es gerade, wie du das erzählst, diese Art des Glaubens, das ist auch das, was die einzige Chance ist für uns Europäer, Amen. Dass wir näher zu Jesus rankommen. Amen. Weil unser Verstand hindert uns ja eigentlich näher an sein Herz zu kommen. Weißt, es geht nicht um Wissen, es geht um eine Liebesbeziehung. Ja, total. Und Uganda, ich bin nicht so informiert über alle anderen Staaten in Afrika, aber Uganda hat Hunderte von Märtyrern. Hunderte. Und dieses Blut schreit zu Gott. Und jetzt muss ich ja nur was erzählen. Wir haben jetzt ja viel Hauskirchen gehabt und unsere Kinder lieben Hauskirchen. Und dann habe ich aus dem Offenbarung gelesen, sie haben ihn überwunden durch ihr Zeugnis, durch das Blut Jesu und weil sie ihr Leben nicht lieb gehabt haben bis in den Tod. Dann habe ich zu meinen Kindern gesagt, was kann das bedeuten, Kinder? Und das sind von 3 bis 16 Jahre. Ja. Und dann sagt ein 7-jähriges Kind, Mama, das kann bedeuten, dass wir als Märtyrer sterben müssen. Sage ich, ja, das kann es bedeuten. Und habe ich gesagt, was das Schlimmste wäre, was mir je passieren könnte, wenn sie euch Kinder vor mir quälen, damit ich mich lossage von Jesus. Dann haben die Kinder ganz entschieden gesagt, Mama, da musst du stark bleiben. Wir schauen auf Jesus. Je mehr sie uns quälen, umso schneller sind wir bei Jesus. Und dann kommt ein Satz, den werde ich nie vergessen. Und Mama, wir werden auch nicht schwach werden, wenn sie dich quält. Und habe ich gewusst, es ist echt. Ja. Es ist echt. Das hörst du hier nirgends. Ich glaube nicht, dass du solche Antworten als Europa kriegst. Ja, weil der Aspekt ist bei uns nirgends richtig drinnen. Leiden. Aber es wird kommen. Es wird kommen. Also die subtile Verfolgung hat schon längst begonnen. Absolut. Das ist ja Christenverfolgung, was und, wir jetzt haben. Und es wird auch sehr massiv werden. Absolut. Also ich persönlich glaube, dass der Leib Christi sich in Europa wirklich vorbereiten muss für eine ganz andere Zeit, als man sich das gerne wünscht. Man ist so auf sein Wohlfühl-Christentum fokussiert. Amen. Und das wird der Herr uns wegnehmen, Amen. Damit wir nämlich wirklich zu den Ressourcen kommen, zu den Amen. Gütern seiner himmlischen Qualitäten. Ja, ja, ja. Und der Afrikaner ist leidensfähig, wie ich noch nie erlebt habe. Mhm. Noch nie. Ja, da kann solchen Druck aushalten, wo wir schon lange rebellieren werden. Ja. Ja. Und ja, also es ist spannend. Für mich ist diese ganze Corona-Zeit etwas, was ich nicht geglaubt habe, dass ich es weltweit erleben werde. Weil so kleine, wie soll ich, Generalproben hat der Teufel schon länger gemacht, ja. Der Hitler war zum Beispiel einer, Napoleon. Da waren mehrere solche Weltherrscher. Und aber dass es die ganze Welt erwischt, weißt du, ich habe vor, sind so circa 6 Jahre, da bin ich im Flugzeug in München ausgestiegen und höre, von Afrika kommen, und höre ganz laut. Sag ich, Herr, was höre ich? Sagt der Europaschnarch. Sag ich, wie? Ja, weck sie doch auf. Habe ich gesagt, küsse sie wach. Zwei Jahre später habe ich wieder das Schnarchen gehört. Dann hat er gesagt, die schnarchen immer noch. Dann habe ich gesagt, lieber Gott, wenn du nicht bald was tust, musst du dich bei Sodom und Gomorra entschuldigen. Denn Homosexualität und das Ganze ist ja schon total normal. Du bist ja schon abnormal, wenn du nicht mitfliegst. Ja. Aber ich habe sogar gehört, dass jemand einen Computer geheiratet hat. Ja. Tatsächlich, ja. Eine Mutter den Sohn, der Vater die Tochter, die Schwester den Bruder. Ich habe gesagt, wo sind wir denn? Schlimmer wie in Sodom und Gomorra. Dann habe ich gesagt, Herr, du musst was machen. Küsse sie wach.
Und wie das dann gekommen ist mit dem Corona, habe ich sofort begriffen, das ist jetzt eine Schnellbremsung Gottes für die ganze Welt, um uns zurückzurufen zu sich selbst. Und weißt du, es steht ja in der Bibel, wenn mein Volk, das bei meinem Namen gerufen hat, Buße tut, umkehrt, Sünden bekennt, wird er sofort alles heilen. Er wird sofort ganz Europa heilen, weil was wir bisher erlebt haben an Wohlstand, verdanken wir unseren Vorfahren, die gläubig waren. Gottesfürchtig. Weißt du, in Sprüche 22,4 heißt es, der Lohn, und Lohn ist etwas, was man verdient, der Lohn der Demut. Und Demut heißt nicht, sich selber klein machen, sondern Gott groß machen. Und der Gottesfurcht heißt nicht vor Gott zittern, sondern Gott respektieren, zu ehren. Ja. Der Lohn der Demut und Gottesfurcht ist Reichtum, Ehre, Leben. Und das verdanken wir unseren Vorfahren, die so gelebt haben. Genau. Aber wir sind im Prozess, das zu verlieren. Mhm. Weil die Gottesfurcht ist total verloren gegangen. Absolut, sie ist die Menschenfurcht. Und man respektiert die Ordnungen Gottes nicht mehr. Man tut alles, wo man sich wohlfühlt. Ja? Also der Mensch ist ins Zentrum gekommen. Der Mensch will sein wie Gott ohne Gott. Mhm. Haben wir schon im Paradies erfahren. Und Gott möchte wieder ins Zentrum kommen. Und wenn wir das tun, dann wird er sofort unsere Nationen heilen. Dann habe ich gesagt, und wenn sie es nicht tun, Herr, dann hat er gesagt, dann muss ich sie bis zum Schweinetrog hinlassen. Hm. Das tut furchtbar weh, wenn Gott sowas sagt, zu wissen, dass er Nationen aus Liebe, damit sie umkehren, bis zum Schweinetrog gehen lassen muss, weil dort hat der verlorene Sohn sich erinnert.